Hallo Leute, hier ist wieder Rank Our Team Productions und jetzt mit einem weiteren Review. Und zwar ist das diesmal zu... Der Arwing Starfighter, zum Arwing Starfighter der 75003. Genau, die Altersempfehlung ist 7 bis 12 und wie und immer... Zu alt. Wie immer, naja, müsst ihr euch nicht daran halten, ne? Also... Ja. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir einfach bei der Verpackung an. Ja, genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also, wie man sieht, hier ist es abgebildet mit den drei Figuren. Zu denen gehen wir aber noch gleich. Hier an der Seite nochmal so ein kleines Bild in Aktion. Dann kommen wir nach hinten. Da sieht man noch so Separatisten-Flaggschiff ist das, glaube ich, ne? Nee, das ist die Home One. Hangar, genau. Nee, Home One ist das, glaube ich, oder? Egal, wenn ihr es wisst, schreibt uns in die Kommentare. Dann, da landet der. Hier sind noch ein paar Funktionen aufgelistet. Ach, so viel hat der jetzt nicht, also. An der Seite ist jetzt nichts Großartiges mehr. Ja, naja, das und ist das so. Ganze gibt es halt für 25 Euro. Also haben wir das bekommen. Wahrscheinlich haben wir genau. Nicht viel bezahlt, aber naja. Dann zur Anleitung. Gibt es da Großes zu sagen? Anleitung dazu mal. Ist klein, sind drei Tüten. Am Ende leider kein Comic mehr. Dafür die Figuren ja abgebildet. Ja, also ich muss schon sagen, ich bin mittlerweile so ein echter Fan von den neuen Figuren. Also puh, schon ziemlich cool. Ja. Dann kommen wir zum Set. Klein, wenn nicht, super gut geeignet für Sammler oder auch für Imperiale bzw. Rebellenmox dann. Nicht sehr viel, zum Beispiel den kann er. Hier ist glaube ich auch noch was. Jetzt habe ich mich hier verbaut. Nee, hier ist ein Geheimfach. Ja, und hier drin, das können wir ja nochmal zeigen, das kannst du ja vielleicht mal kurz hier hinstellen. Ja. Also, ich weiß nicht, du hast das ja auch gehört, das Sticker hier, ne? Mhm. Okay, also Sticker gibt es natürlich auch bei dem Set wieder dabei. Und der Innenraum sieht so aus. Also wieder, nicht eigentlich viel Mühe. Ganz okay, sagen aber wir, schlicht sehr gehalten. Ja, denke ich auch. Die Raketen sind eigentlich, finde ich, ziemlich gut gemacht. Es ist mal was Neues. Ja. Und den Antrieb finde ich klasse, also da muss ich echt sagen. Ja, also der Antrieb und hier hinten, das ist eigentlich sehr detailliert. Ja, das ist mal was anderes. So sieht es von unten hier noch mit so einem zusätzlichen Fuß zum Landen. Ja. Das war deins. Nice. Egal, auf jeden Fall so. Dann kommen wir zu den Figuren. Einmal der Pilot. Also das ist echt, ich finde den richtig cool. Den hat Lego richtig gut hingekriegt. Jetzt. Warte, fokussieren. So. Also ja, das ist wirklich eine gute Figur. So ist der von vorne. Die hat halt im Prinzip alles beprintet, was man so kann. Und auch der Helm, der sieht richtig stark aus. Wenn man das hier nochmal so von der Seite alles sieht. Und die das ist wirklich klasse gemacht worden hier. Also wirklich starke Arbeit von Lego. Ja. Ja, zu dieser Figur. Dann als nächstes haben wir hier Admiral Akbar. Super Figur hatte ich noch nicht. Hatten wir noch nicht im Gesamten sozusagen. Das hat er jetzt geholt. Ja. Und eigentlich auch gut, dass es den mal für nicht so viel Geld gibt. Ja, genau. Sonst ist er, glaube ich, nur in der Home One und noch in einem Set, ne? Ja, also das ist eigentlich auch eine gute Figur. Und dann was... Han Solo in Neuauflage. Genau, Han Solo. Ich meine, nicht große Änderungen zur letzten nur Figur. Diese Taschen hier. Genau. Also ein bisschen noch detaillierter hat Lego das gemacht hier am Torso. Sonst, der Rest ist eigentlich gleich geblieben. Hinten haben sie jetzt auch bedruckt. Aber ich muss ehrlich sein, mir hat der alte besser gefallen. Also, das sieht ein bisschen übertrieben aus. Aber Fazit des Sets? Ja, also wir geben diesem Set eine 2, weil... Ja, 2 bis 3. Ah, stimmt, weil es ist für den Preis echt... ja, ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Man kann mit dem Fighter vielleicht viel machen, dafür braucht man aber leider viele Rebellen. Die Figuren sind jetzt durchschnittlich, aber... Ja, also man kann es empfehlen, aber am besten sind natürlich für Sammler. Eben, und das ist halt auch das Problem. Ich finde bei dem Set, dass man damit jetzt nicht so gut spielen kann. Also es bauen. Ja, es gibt ja Leute, die spielen auch damit Lego. Ja. Also ich finde, da gibt es bessere Sets, die sich da eignen für das gleiche Geld. Zum Beispiel der AT-RT mit eigentlich noch besseren Figuren. Also man kann das Set empfehlen. Für Sammler ist es sicherlich gut und man sollte es auch haben, wenn man in die Saga interessiert ist. Aber naja, vielleicht 25 Euro ein bisschen... Viel. Ich hätte so 15 Euro besser. Ja, okay, man muss bedenken, 20. Die Steine... Naja, okay, es ist auf jeden Fall Geschmackssache, was man mit dem Set selber so anfangen kann. Ja, okay, dann würde ich sagen, ciao Leute, das war's von diesem Review. Genau. Viel Spaß, ob ihr es euch holt oder nicht, schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet, eure Note und
Tschüss. Wir hoffen, dass euch das Review geholfen hat. Ciao.